Arena Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live. Willkommen bei Fellner Live und bei mir zu Gast jetzt ist der Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Infektionskrankheiten und Tropenmedizin und Infektiologe, Professor Florian Thalhammer. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, grüß Gott. Herr Professor Thalhammer, ich würde gerne mit der aktuellen Situation beginnen. Wir haben in den letzten Wochen einen sehr rasanten Anstieg der Neuinfektionen gehabt und jetzt gibt es viele in der Bevölkerung, die sagen, naja, was sagen eigentlich die Neuinfektionen wirklich aus? Wie sehen Sie denn das? Inwiefern sind denn die Neuinfektionen und dieser Anstieg der Neuinfektionen wirklich aussagekräftig? Also ich glaube, wir müssen das Rad Zeit ein bisschen zurückspulen und ich glaube, wir haben sehr gute Arbeit geleistet im Frühjahr bei der sogenannten ersten Welle, haben allerdings dann in meinen Augen es begonnen, so ab August zu verbocken. Wir hätten zu diesem Zeitpunkt schon mit der Maske großzügiger anfangen sollen. Ich glaube auch, dass wir alle miteinander nicht unschuldig sind, von der Politik angefangen, über die Experten. Denn wenn Sie genau schauen, können Sie, so wie in der Literatur, den Hinweis kriegen, die Maske ist wichtig oder die Maske bringt gar nichts. Inzwischen wissen wir, dass die Maske sehr wohl was bringt, sei es eine Stoffmaske, so wie ich sie im Alltag trage, nicht im medizinischen Bereich, dass die sehr wohl einen Vorteil hat. Ich glaube, wir hätten damit früher anfangen müssen. Dann hätten wir nicht jetzt diese hohen Zahlen, die langsam kritisch werden können. Sie wissen auch, mein Kollege aus Innsbruck hat vor 2 Tagen schon gewarnt, wenn wir nicht die Zahlen in den Griff kriegen, könnte das System kippen. Ich hätte nie daran gedacht, dass wir so weit kommen. Aber wie gesagt, wir sitzen alle im selben Boot. Wir müssen nicht mit dem Finger der eine auf den anderen zeigen. Da ist der Experte genauso wie der Politiker beiderlei Geschlechts und allerdings auch Herr und Frau Österreicher betroffen. Denn wenn Sie daran denken, der Montag war schrecklich, aber man kann nicht den Lockdown feiern, wenn wir eigentlich die sozialen Kontakte vermeiden sollen, damit es nicht zu einer Übertragung kommt. Aber das heißt, Ihrer Meinung nach ist das schon sehr, sehr besorgniserregend, die Situation, wie wir sie derzeit haben? Also derzeit haben wir steigende Zahlen, das ist korrekt. Es hinkt natürlich hinten nach. Wenn man sich die Daten von der AGES anschaut und ihre Produktionszahl anschaut, sieht man, dass Wien relativ gute Arbeit leistet. Da scheint es gegen 0,1 zu gehen. Das heißt, das ist die richtige Richtung. Aber ich glaube, dass wir noch nicht über den Berg sind. Wie beurteilen Sie denn jetzt diesen Lockdown? Wir haben ihn jetzt seit knapp einer Woche und jetzt wird schon wieder, oder wie man es bezeichnet. Das ist eine halbherzige Aktion. Entweder gar nicht oder gar nicht, entweder ganz oder gar nicht in meinen Augen. Wenn Sie sich anschauen, 8000 Leute bei einem Möbelhauseröffnung, gleichgültig, wie man das jetzt interpretiert, in Oberösterreich. Auf der anderen Seite habe ich ein Geschäft am Stephansplatz gesehen, maximal 180, ja, pro Quadratmeter. Ich glaube nur nicht, dass das jemand zählt oder nicht suffizient zählt. Wenn man sich die Maskendisziplin anschaut, Sie wissen das wahrscheinlich genauso gut wie ich, wenn Sie irgendwo hineingehen, es gibt genügend Kollegen, Mitarbeiter bzw. Österreicher, die Maske nicht wirklich tragen, dann darf man sich nicht wundern. Also ich glaube, wir brauchen ein Bonus-Malus-System. Ich glaube, dass es wahrscheinlich, wir werden es hoffentlich noch vermeiden können, aber ich glaube nicht ganz daran, einen echten Lockdown. Beziehungsweise man macht ein Bonus-Malus-System. Ich könnte mir vorstellen, Geschäfte, Restaurants, die die Vorgaben wirklich einhalten, dürfen offen halten. Geschäfte, die diese Vorgaben nicht einhalten, werden einfach für die komplette Zeit zugesperrt. Dann glaube ich nämlich auch, dass die Eigenverantwortung und die Disziplin steigt und nicht so halbherzige Regelungen getroffen werden, die man auch noch akzeptiert. Das geht jetzt nicht. Aber das heißt, Sie haben das vorhin im Nebensatz gesagt, Sie rechnen damit, dass es jetzt einen scharfen, einen harten Lockdown geben wird. Wenn die Zahlen weiter steigen, wird sicher nichts anderes ausgehen. Legen Sie die Kurve von Israel parallel zur Kurve von Österreich. Es ist nur zeitlich verschoben. Wir haben bald dieselbe Spitze erreicht wie Israel. Also ich kann es mir nicht anders vorstellen. Was ist denn? Ich begrüße es nicht, verstehen Sie mich richtig. Ich begrüße es nicht, aber wir müssen verhindern, dass das Gesundheitssystem kippt. Noch sind wir nicht so weit. Wir haben in der ersten Welle gelernt und alle haben es verstanden, dass wir die Zahl der Erkrankten auf einen größeren Zeitraum verteilen müssen. Ja? Flattening the curve, die Kurve niedrig halten. Das heißt, die Fläche unter der Kurve ist dieselbe.
aber wir haben keinen Peak, sondern die Kurve ist flacher und über einen größeren Zeitraum. Damit verdauen wir das als Gesundheitssystem viel besser. Wir haben zwar umgehen gelernt, wie wir die Patienten versorgen, besser, aber wir haben ja in Wahrheit noch immer keine Therapie, die wirklich spezifisch ist. Und die Impfung steht erst vor der Tür. Das heißt, was würde dann Ihrer Meinung nach beim harten Lockdown alles dazukommen? Was für weitere Maßnahmen müssten da umgesetzt werden? So wie im ersten, entweder sperren wir alles zu, aber nicht die Schulen. Ich glaube, die müssen. Schulen würden Sie offen lassen. Die Schulen können offen gelassen. Da gibt es genügend Daten, dass die Kinder nicht die Spreader sind. Außerdem können wir nicht einer ganzen Generation die Ausbildung verunmöglichen. Aber ich bin auch der Meinung, dass man in der Schule Maske tragen kann. Sie können sicherlich auf der vierten Mittelstufe aufwärts verlangen, dass hier Maske getragen wird. Dann das heißt, haben wir eine Barriere und dann hilft Herr das. Herr Professor, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie sagen, es wird darauf hinauslaufen, dass wir alles schließen müssen, aber die Schulen sollen offen bleiben, aber mit Maskenpflicht. Korrekt. Das heißt, Oberstufe bleibt im E-Learning, wie sie jetzt ist. Würden Sie auch öffnen? Ich würde auch öffnen. Ich habe einen Sohn, der maturiert hat letztes Jahr. Ich weiß, was E-Learning heißt. Ich weiß von Kollegen, von Freunden, was das E-Learning jetzt heißt. Jede Schule macht das anders. Manche machen es sehr gut, manche machen es mäßiger gut. Aber ich glaube, wir müssen die Zukunft unserer nachfolgenden Generation aufrechterhalten. Und dazu gehört die Ausbildung, dazu gehört die Schule. Die können das ja nicht mehr nachholen. Das heißt, Sie würden alle Schulen offen lassen, Sie würden aber eine Maskenpflicht einführen ab der mindestens vierten Sobald Stufe. Sobald es geht. Ja. Also, es gibt ja keine Daten, dass man an der Maske erstickt. Ja, haben Sie schon jemals einen Chirurgen, einen Anästhesisten gesehen, der an der CO2-Maske verstorben ist, weil er 10 Stunden operiert hat? Ich nicht. Ich habe das einen Pathologen gefragt, der hat gesagt, er hat auch noch keinen Kollegen obduziert, der an der Maske verstorben ist. Also, was soll die Kirche im Dorf lassen? Und inzwischen gibt es auch ausreichend Daten, die schön die Sauerstoffsättigung gemessen hat. Sogar bei COPD-Patienten kann ich Maske tragen. Noch einmal zur Schule zurückkommen. Da gibt es ja derzeit sehr unterschiedliche Meldungen, auch sehr unterschiedliche Expertenmeinungen, auch sehr unterschiedliche Studien. Die einen sagen, die Schulen sind für das Infektionsgeschehen nicht wirklich maßgebend. Das haben Sie jetzt auch gerade gesagt. Dann gibt es aber auf der anderen Seite sehr wohl auch Experten, die sagen, es ist schon so, dass in der Schule im Endeffekt auch Corona weitergegeben wird und dass da durchaus auch Spreader dabei sind, wenngleich Schüler anscheinend und Jugendliche und Kinder nicht so stark daran erkranken oder weniger häufig Symptome zeigen. Was stimmt da jetzt? Schauen Sie, beides wird richtig sein und beides wird falsch sein. Die Erkrankung kennen wir jetzt 9 Monate, 11 Monate. Ich habe 75.000 Publikationen. Ich weiß nicht, ob Sie sie gelesen haben. Ich gebe zu, ich habe sie nicht gelesen. Ich habe keine Zeit dazu. Das schafft ja keiner. Das heißt, wir sind mit einem neuen Krankheitsbild konfrontiert. Und hier gibt es natürlich wie immer in der Wissenschaft Pro- und Kontrastudien. Das ist normal. Das ist auch in Ordnung. Wir müssen halt nur die richtigen Schlüsse ziehen. Und wir müssen versuchen, einen Weg zu finden, mit dem wir umgehen lernen. Und das Virus wird uns weiterhin begleiten. Die anderen Coronaviren begleiten uns seit Jahrhunderten. Das heißt, es wird hier wahrscheinlich auch der Fall sein. Daher müssen wir einen Modus vivendi finden, wie wir damit umgehen. Und jetzt zu sagen, ich verschließe die Augen, das geht nicht. Und ja, es mag sein, dass da oder dort es zu einer Infektion kommt. Aber die mechanische Barriere ist das Wichtigste. Maske. Und zwar nicht Schild. Ja? Nicht das Gastroschild, das da oben unter der Nase aufhört. Das ist sinnlos. Das verstehe ich nicht. Auch das Schild von oben runter. Auch das ist eine Alibi-Handlung. Da gibt es inzwischen genügend Publikationen. Maske heißt Maske. Wir können noch diskutieren, ob wir Textilmaske, OP-Maske oder FFP2-Maske oder 3-Maske verwenden. Das sind Unterschiede. Aber es hilft dir die beste Maske nicht, also FFP3 mit Ventil und ohne Ventil nicht, wenn es dann nicht korrekt getragen wird. Ja, Sie hätten, wenn ich das so sagen darf, unter Umständen ein Problem, weil Sie Bartträger sind. Ja, dann schließt die nicht dicht. Was ich damit sagen will, ist, auch die Maske, auch Maßnahmen helfen nicht, wenn ich sie nicht korrekt einhalte. Das heißt, Schulen haben Sie eine klare Meinung dazu. Wie sieht es mit dem Handel aus? Der Handel hat ja derzeit offen, nämlich nicht nur wie beim ersten Lockdown der Lebensmittelhandel und die sozusagen systemrelevanten Handelsgeschäfte, sondern alle Handelsgeschäfte. Wie sehen Sie das? Soll der Handel weiter offen bleiben? Sagen ja viele, wenn wir den Handel schließen, ruinieren wir unsere Wirtschaft. Ich sehe es pragmatisch.
ich habe es vorher schon erwähnt, wenn die Maßnahmen korrekt eingehalten werden, glaube ich, spricht nichts dagegen. Aber sie müssen eingehalten werden. Sie wissen genauso gut wie ich, Sie gehen in ein Geschäft, wie oft sehen Sie nicht Maskenträger, wie oft sehen Sie, dass die Leute eng zusammenstehen. Also ich glaube, das muss gewährleistet sein. Wenn das nicht gewährleistet ist, muss ich zusperren. Das heißt, Ihrer Meinung nach, das Wichtigste wäre möglichst oft und bei möglichst vielen Maskenpflicht. Ist das korrekt. Ihrer Meinung nach sozusagen ja, aber, das, wo man... Ja, aber nicht im Wald, wenn ich spazieren gehe. Das ist natürlich wieder schwachsinnig. Ja, aber ja? Wenn Menschenansammlungen sind, wenn ich einkaufen gehe, logischerweise, auch im Freien... Alles, das ist was ja, näher ist als 2 Meter. Aber auch, wenn ich mich im Freien bewege, näher als 2 Meter. Weil auch da gibt es ja unterschiedliche Meldungen. Schauen Sie, ja? Wir sind jetzt in einer Situation, normalerweise nein, aber jetzt sind wir in einer Situation, wo wir aufpassen müssen. Und wenn ich dann nicht einmal auf Distanz gehe, ja, ein Kollege hat gemeint, ich soll meine Pestmaske als Epidemie Doktor zulegen. Nicht, weil die so schön ist, sondern sie hat einen Vorteil. Der lange Schnabel, wissen Sie? Und dann ist automatisch der Abstand gewährleistet. Ja, ich glaube, wenn Sie eng beim Weihnachtsmarkt zusammenstehen und den Punsch trinken, wird das zu eng sein. Ja, und das gilt aber überall. Das gilt aber auch am Arbeitsplatz. Wir halten ja Abstand ein. Ja? Wir dürfen nur ausnahmsweise, haben wir die Maske abgelegt, damit unsere Zuschauer uns verstehen und uns sehen. Aber wenn das ein Aufenthaltsraum ist, ein Büro ist, haben Sie Maske zu tragen. Also auch in den Büros sollte Maskenpflicht gelten. Natürlich. In meinem Arbeitsplatz ist das so. Ja. Wie lange wird uns denn dieser, oder wie lange muss dieser Lockdown Ihrer Meinung nach dauern? Weil er ist ja derzeit bis Ende November angesetzt. Das ist wird ein halber reichen? Lockdown. Das ist ein halber Lockdown. Also, jetzt wird er vielleicht eh verschärft. Schauen wir mal. Also ich bin überzeugt davon, es wird Sie nicht anders gehen. Sie sind überzeugt davon, dass er verschärft wird sogar. Wie lange wird er dauern? Reicht es dann bis Ende November oder muss das länger gehen? Das wird länger gehen. Wenn es zu einer Verschärfung kommt, wird es länger gehen. Das heißt, bis wann? Das ist Kaffeesatzlesen. Hängt von den Zahlen ab. Aber dann würde ich schon damit rechnen, die erste Dezemberwoche ist sicher inkludiert. Und ab wann werden wir jetzt Auswirkungen dieses Lockdowns sehen? Weil bisher sehen wir ja noch gar nichts, Sie muss wissen, man sagen. Die Inkubationszeit ist 2 bis 14 Tage. Es hinkt hinten nach. Und dann kommen noch die ganzen Patienten. Und jede, die auf die Intensivstation kommen, ins Krankenhaus, liegen relativ lang. Das heißt, wir haben einen Delay, Verzögerung von mindestens 2 Wochen. Das heißt, nächste Woche rechnen Sie damit, dass wir von diesem, Sie haben ja gesagt, das ist kein echter Lockdown, von diesem Lockdown-Light schon etwas merken? Ja, ich hoffe, wenn wir uns wirklich halten. Aber wissen Sie, das Problem ist, wir halten uns in der Öffentlichkeit und daheim lassen wir die Sau raus. Das geht nicht. Und deswegen bin ich auch gegen die Schulschließungen. Was machen dann 15- bis 18-Jährige, wenn sie nicht in der Schule sind? Die treffen sich. Und glauben Sie wirklich, wenn sich die treffen, dass sie dann Maske tragen? Das glauben wir doch beide nicht. Da heißt die Schule besser. Wahrscheinlich der sichere Ort. Bleiben wir noch ganz kurz beim Thema Lockdown. Wenn Sie sagen, das wird wahrscheinlich bis Mitte Dezember gehen. Das habe ich nicht gesagt, ich habe 1. Dezemberwoche gesagt. Oder 1. Dezemberwoche. Ja, also 1. Dezemberwoche. Bringt nicht euren Handel um. Glauben Sie, dass wir wieder normale Weihnachten feiern können heuer oder wird das anders sein als sonst? Das wird sicher anders sein wie sonst. Aber wir können hoffen, dass sie halbwegs normal sind. Aber können wir unsere Familien einladen zu Weihnachten oder würden Sie davon abraten, beispielsweise, dass man die Oma, den Opa, Verwandte einlädt oder soll man wirklich nur einen kleinen Kreis? Familie ist Familie, das ist korrekt. Nur mit manchen Familienmitgliedern haben Sie wahrscheinlich weniger Kontakt in den letzten Monaten gehabt als mit Berufskollegen oder Freunden. Und ich sehe das schon so, auch die Familie ist sozusagen nicht ein Schutzschild. Der kann sich woanders auch angesteckt haben. Also auch hier würde ich Zurückhaltung üben, ausnahmsweise. Das heißt, Sie würden dafür plädieren, heuer auch kleinere Weihnachtsfeste zu feiern, auch familiäre. Ja, ja, ganz sicher. Die enge Familie ja, aber nicht die Großfamilie. Ich glaube, das wird nicht gut gehen. Ja, Sie wissen selbst, da gab es eine Hochzeit im Salzburger Land. Also solche Dinge dürfen nicht passieren, ja, wo das Brautpaar angeblich, das weiß ich zumindest aus den Medien, ich war ja nicht vor Ort, schon symptomatisch zum Traualtar geschritten sind und dann haben sie dort Großhochzeit gefeiert. Sie wissen die Folgen, wie viel K1-Kontakte wir dann hatten. Ich meine, das darf nicht sein oder das meine ich ja, da fehlt die Eigenverantwortung. Und wenn die Eigenverantwortung nicht da ist, werden wir da oder dort nachschärfen müssen. Abschließend noch zum Thema Lockdown. Wenn wir diesen Lockdown jetzt überstanden haben, rechnen Sie damit, dass es im Jänner, Februar noch einmal einen dritten Lockdown geben wird? Das hoffe ich ja doch nicht. Nein, das glaube ich nicht. Also irgendwann werden wir es ja hoffentlich gelernt haben. Okay, also davon gehen Sie dann nicht aus? Nein,
Also da gehe ich dann schon davon aus, dass wir dann die nächsten Monate davon, als wird auch wieder wärmer, dass uns das kein drittes Mal blüht. Außerdem gibt es dann die Impfung, zumindest vielleicht etwas mehr, als wir derzeit haben. Wir haben da mehr Erfahrung damit. Wir werden das besser handeln können. Sie wissen, dass die Antigen-Schnellteste gekommen sind. Ja, mit denen muss man ja auch Erfahrung sammeln. Das ist ja auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Wenn sie sind gut, aber man kann ja nicht sagen, ich habe da einen Antigen-Test und daher kann ich mir jetzt alles erlauben. Da kann man auch auf die Nase fallen. Bitter. Sie haben gerade die Impfung angesprochen, würde ich gleich als nächstes Thema dazu kommen. Wir haben diese Woche einen großen Durchbruch gehabt. BioNTech hat verkündet, dass sie de facto kurz davor stehen, dass dieser Impfstoff dann auch in Umlauf gebracht werden kann. Wann rechnen Sie denn damit, dass wir diesen Impfstoff dann in Österreich auch haben werden und dass wir dann auch wirklich Leute hier flächendeckend damit impfen können? Ich würde sagen, das fragen Sie den Politiker. Zum Beispiel den Bundesminister Anschober, denn der weiß, was er eingekauft hat oder was er kriegt. Ja? Also, wir sind uns ganz ehrlich, aus den Medien genommen liest man, dass dieser Impfstoff bis Ende des Jahres die beiden Firmen ca. 50 Millionen Dosen produziert haben. Wir wissen, dass wir jeden zweimal impfen müssen im Abstand von 3 Wochen. 50 Millionen durch 2 durchdividiert ist wie viel? 25. Gut, wie hoch ist die Einwohnerzahl auf der Welt? Mehrere Milliarden, ich glaube 6 Milliarden. Also ist das ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja. Das heißt, Sie rechnen damit, dass wir nächstes Jahr in Österreich noch keinen flächendeckenden Impfstoff haben werden? Schauen Sie, auch das ist Kaffeesatzlesen, weil ja fast inzwischen 200 Impfstoffprotokolle getestet werden. Es wird mehr sein. Ich hoffe, dass wir mehr haben, aber ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich weiß auch nicht, was da unterwegs ist, wie viele überall. Es wird ja bei vielen Impfstoffen auf Vorrat schon produziert, ohne dass die Studien abgeschlossen sind, in der Hoffnung, wenn die Studie gut ausgeht, dann habe ich den Impfstoff. Aber wenn eine Studie schlecht ausgeht, zum Beispiel wegen Nebenwirkungen oder weil sie keine Effektivität hat, werfen sie womöglich Millionen von produzierten Impfstoffdosen weg, weil sie sie nicht anwenden können. Also ich glaube, das kann man noch nicht sagen. Und wenn wir diesen Impfstoff dann haben, was heißt das dann Ihrer Meinung nach? Ist dann wirklich Licht am Ende des Tunnels oder sind wir dann aus dem Tunnel raus? Wird sich die Situation dann so entspannen, wie wir es uns alle erhoffen? Auch das wissen wir noch nicht. Oder wissen Sie, wie lang die Immunität durch die Impfung anhält? Ich weiß es nicht. Mit was rechnen Sie? Schauen Sie, ich rechne mit gar nichts. Ich glaube, dass es all along wahrscheinlich, aber ich bin kein Impfstoffexperte, da müssen Sie andere fragen, wir wahrscheinlich so wie die Grippeimpfung unter Umständen regelmäßig werden impfen müssen, bis wir eine Herdenimmunität zusammengebracht haben. Auch die Grippeimpfung ist ja jedes Jahr. So wie bei der Grippe, man muss sich dann jedes Jahr gegen Corona jedes impfen. Jedes zweite Jahr oder dritte Jahr, weil wir wissen ja von den Coronaviren, von diesen 4 humanpathogenen, harmlosen Coronaviren, die die klassischen Erkältungskrankheiten machen. Sie erkranken nicht jedes Jahr, aber doch jedes zweite, jedes dritte Jahr daran, auch wenn sie es schon mal gehabt haben. Das heißt, die natürliche Immunität bei diesen 4 Coronaviren ist sehr beschränkt. Das heißt, man muss damit rechnen. Nochmal, die Erkrankung ist erst 11 Monate alt. Wir haben noch nicht ausreichend Daten. Wir wissen zwar viel, aber noch nicht alles. Und manches, wie Sie selbst gesagt haben, ist ja heterogen. Ja, der eine sagt A, der andere sagt B. Und zum Strich werden beide irgendwo zum Teil recht haben. Aber da muss die Zeit sozusagen noch für uns arbeiten, damit wir mehr Daten, mehr Informationen kriegen. Werden Sie sich impfen lassen, sobald es den Impfstoff gibt in Österreich? Ich bin prinzipiell ein Impfstofffreund. Ich habe mich, meine Familie immer gegen alles geimpft. Ja, wenn die Impfung gut ist, werde ich mich selbstverständlich impfen lassen. Und dieser neue Impfstoff, schade, diese Woche das erste Paper in New England rausgekommen, ja, eines der führenden medizinischen Journalen, schaut sehr gut aus. Also ich glaube, man kann diesen Impfstoff vertrauen, ich würde mich impfen lassen. Herr Professor, ich würde noch gern zur Quarantänezeit kommen. Ja. Auch darüber haben wir gesprochen. Auch das ist etwas, was derzeit ganz, ganz viele Menschen in Österreich betrifft, dass sie in Quarantäne müssen, obwohl sie selber gar nicht positiv sind, dass sie 10 Tage in Quarantäne müssen. Erste Frage, ist es wirklich notwendig, 10 Tage in Quarantäne zu bleiben oder, wie es ja der Bildungsminister und die Tourismusministerin gefordert haben, würde auch eine kürzere Quarantänezeit Ihrer Meinung nach reichen? Also ich glaube, wenn man ein kluges Konzept hat, dass auch eine kürzere Quarantänezeit geht. Wie viele Tage?
diese kürzere Quarantänezeit würde ich nicht gleich sozusagen über alle Bevölkerungsschichten sozusagen ausbreiten, sondern auch da, glaube ich, müssen wir lernen, weil auch gewisse Eigenverantwortung dazugehört. Die Eigenverantwortung heißt, dass der Abgesonderte, wenn man ihn dann früher wieder ins Berufsleben eingliedert, so weit ist, dass er sagt, ja hoppala, ich habe vielleicht doch Symptome entwickelt und die nicht unter den Tisch kehrt. Ich bin daher der Meinung, dass wir müssten ja auch Mitarbeiter im Gesundheitsbereich absondern, wenn sie K1-Kontakte sind, das heißt direkten, ungeschützten Kontakt hatten mit einem Indexfall, die sondern wir derzeit 10 Tage ab. Und medizinisches oder systemkritisches Schlüsselpersonal darf ja freiwillig weiterarbeiten, wenn gewisse Voraussetzungen sind. Erfüllt sind. Und die sind asymptomatisch, heißt, ich muss gesund sein, darf keine Symptome haben, ich werde täglich getestet und bin nicht positiv. Und hier, glaube ich, haben wir eine Personengruppe, die sogenannten Healthcare Workers, also jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Gesundheitsberuf im Bereich arbeiten, dass wir hier den ersten Schritt gehen könnten und sagen, genau bei denen, wir brauchen die auch für die Versorgung unserer Patienten, dass wir hier mal auf 7 Tage verkürzen. Ich glaube, dass dieser Schritt gesetzt werden wird. Und nach 7 Tagen müsste man sich freitesten? Nein, sie wären im Gesundheitsbereich sowieso am Taxi. Die wären ohnehin, stimmt. Die wären sowieso. Das Freitesten, ich glaube, schauen wir mal, ob das funktioniert. Warum sage ich das? Ich glaube auch, dass es funktioniert. Ich habe in meinem Haus, Sie wissen, ich bin Epidemiearzt auch für das Universitätsklinikum AKH, und wir haben hier die Daten von September, Oktober bis Anfang, also September, Oktober ausgewertet. Alle jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sozusagen einen K1-Bescheid hatten und freiwillig weitergearbeitet haben, denn die haben wir ja täglich getestet, sonst hätten sie nicht arbeiten dürfen. Und wir haben unter diesen 110 Mitarbeitern 2 gefunden, die positiv geworden sind. Der eine Fall ist am Tag 2 positiv geworden, das heißt noch sicher in der Quarantäne. Und der zweite Fall erst am Tag 16, das heißt lang nach der Quarantäne. Und bei dem zweiten wissen wir, dass das ein Ehepaar gewesen ist. Das heißt, die haben wahrscheinlich die Heimquarantäne nicht optimal eingehalten. Was ich damit sagen will, ist, ich habe keine einzige Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, die mir in der 10 Tage Quarantänezeit positiv geworden sind. Das ist ein gutes Zeichen, sodass ich glaube, dass ich mit gutem Gewissen den nächsten Schritt setzen kann und sage, wir verkürzen im HCW-Bereich, also Healthcare Workers, im Gesundheitsbereich, die Quarantäne mal von 10 auf 7 Tage. Wenn das funktioniert, können wir das in anderen Bereichen auch machen. Herr Professor, abschließende Frage noch. Wie beurteilen Sie eigentlich derzeit die politischen Entscheidungsträger in dieser Corona-Krise? Wie sehen Sie das Corona-Management der Bundesregierung? Ich bin kein Politiker und möchte mich auch politisch nicht dazu äußern. Ich glaube, dass wir den ersten Lockdown gemeinsam wirklich gut oder die erste Welle gemeinsam gut gemanagt haben. Und so wie in allen Bereichen liegen derzeit die Nerven blank, überall. Und es ist nicht immer jetzt ein abgestimmtes Vorgehen. Es wird auch versucht, Kleingeld vielleicht zu machen, was ich für die Situation nicht angepasst halte. Herr Professor Thalhammer, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke für die Einladung. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, sind dann gleich wieder zurück und dann geht es gleich weiter hier bei uns auf OE24 TV mit Fellner Live.